Nun sind es tatsächlich schon 2 Jahre, dass Präsident Putin den Überfall auf die Ukraine befohlen hat. 2 Jahre. Das meint 730 Tage Krieg und Gewalt und Zerstörung. Das meint Millionen Tote und Vertriebene, Verletzte, Verzweifelte. Grauenhaft ist das, finde ich. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre, heißt es im Wochenspruch aus dem 1. Johannesbrief. Das klingt super, finde ich. Aber ich gebe zu, mir geht dieses Wort schwer über die Lippen in diesen Tagen. In diesen Tagen des Krieges und auch in diesen Tagen der beginnenden Passionszeit. In den nächsten 7 Wochen denken wir immer wieder über das Leiden und Sterben Jesu nach. Ich vermute, er selbst hätte sich seinen Weg ganz anders gewünscht. Aber er hat allen Versuchungen widerstanden, Gewalt mit Gewalt zu beantworten. Damit die Liebe Raum hat. Damit Hoffnung bleiben kann. Damit das Leben auferstehen kann aus Tod und Dunkelheit. Ich weiß, das sagt sich ganz leicht von hier aus. Der Friedenswunsch der Ukrainerinnen und Ukrainer ist vermutlich sehr viel konkreter. Das kann ich gut verstehen. Aber mehr kann ich gerade nicht leisten von hier aus, als meine Hoffnung zu setzen auf den, der Jesus nicht im Tod gelassen hat. Er wird erscheinen und die Werke des Teufels zerstören, glaube ich.